Guten Tag, guten Tag. Also Partnerin, der letzte Schritt zur Sicherung der Abwehr von Astera ist die Ausschaltung des Störenfrieds an Jannat. Er ist zwar ein furchtbares Monster, aber du schaffst das. Ich meine, er sieht wie ein großer Bausch Zuckerwatte aus mit scharfen Zähnen. Das beruhigt ja richtig. Vier. Oh Gott. Ich nehme natürlich an. Und wir starten bitte unten. Und jetzt haben wir schon die erste 4-Sterne-Quest. Ich merke, jetzt geht's hier in das Ganze, wo man hier richtig auch arbeiten muss. Und dann bestelle ich einmal das, was ist dann die letzte Seite eigentlich? Lieblingsgericht. Kreiere eine Mahlzeit. Okay, das ist dann das eigene Rezept. Nö, ich nehme mal hier das Jäger-Ding, das ist schon okay. Weil wir jagen dann jetzt auch richtig. Tada! Boah, irgendwie bekomme ich Hunger, wenn ich das so sehe. Es sieht schon echt lecker aus, ne? Also das muss man einfach so lassen. Lecker sieht das definitiv aus. Ja, ich bin bereit. Also ich glaube, dass ich bereit bin. Oberste Priorität hat der Schutz unserer Basis, indem wir den nahenden Anjanat ausschalten. Anjanat, genau. Nutze alles, was du zur Verfügung hast. So läuft der Hase hier in der neuen Welt. Oh, dann let's go. Sagen wir dem netten Anjanat doch mal Hallo. Stimmt doch nicht, dass ihr sein Lieblingsfressen seid. Stein möchte ich jetzt nicht haben. Wir müssen auch echt gucken, was wir herstellen können, ne? Also, dass wir was herstellen, was Vernünftiges. Beziehungsweise, dass wir mit unseren Materialien mal Sachen herstellen, zum Beispiel die Teleporter, die halt echt richtig praktisch sind. So, dann wollen wir doch mal gucken. Schleim. Ach, noch so ein Ding, was klettern kann. Ich dachte, das ist der kleine Typ, der hier so rumgelaufen ist. Eben noch. Wie gesagt, immer schön erforschen. Ich weiß, dass es das für manche vielleicht nicht so interessant ist, wenn ich mich hier manchmal aus dem Blöd noch umgucke zusätzlich. Oh! Das sieht aus wie ein lila T-Rex. Sag mal, das ist aber auch nicht nett, ne? Lass wenigstens seine Materialien liegen, damit ich die noch haben kann.
Vielleicht rennst du doch jetzt nicht den Großjäger, oder? Ja, der hat Kopfschmerzen. Und einen dezenten Hass auf uns, würde ich behaupten. Wie gut, dass ich keinen Schaden mache. Also echt nur minimal, ne? 3 oder 4 ist halt nichts. Im Gegensatz zu dem Vogel, der macht ganz ordentlich Schaden. Aua, 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 aua. Ich wollte doch nur den Großjagra looten. Ja, nee, das ist mir zu blöd. Kann ich die Quest abbrechen irgendwie? Geht das? Weil wenn ich jetzt noch gefallen bin, finde ich das doof. Kann ich nicht die Quest abbrechen einfach? Weil so finde ich das doof. Muss ich dafür mit irgendwem reden oder so? Ja, mit dir, ne? Ah, ja. Ich möchte nicht so viel Geld abgezogen bekommen, nur weil ich jetzt den blöden Großjagra looten wollte. Quest abbrechen. Dann sehen wir das auch einmal, das Symbol. Das Problem ist, dass er jetzt wahrscheinlich nicht nochmal einen hat, oder? Obwohl doch, da steht nochmal, dass ich nochmal annehmen soll. Das kommt davon, wenn man blauäugig ist und denkt so, ach ja, der ist schon weggelaufen, der ist jetzt in einem anderen Gebiet. Ich kann mal eben schnell den Jagra, den Großjagra looten. Das ist halt bei solchen Missionen vielleicht nicht so der schlauste Gedanke. Ich sehe es ein und die 200, die ich in der Kantine gelassen habe, habe ich auch verschwendet. Und ich werde es wieder tun. Und jetzt diesmal die Animation überspringen, auch wenn ich die eigentlich cool finde. Damit wir jetzt dann zu der Mission gehen und diesmal versuche ich einfach den Großjagra nicht zu looten, auch wenn ich von dem das Zeug brauche. Moment, ich kann mich doch mit meinem komischen Umhang da kurz unsichtbar machen. Oberste Priorität hat der Schutz unserer Basis. Ja, ich weiß. Den nahenden Anjanat ausschalten. Dann kann ich doch. Oh mein Gott. Jetzt hier nicht einfach vorbeilaufen. Oh. Ja, das war dumm. Das fängt ja gut an, weil ich schon die falschen Tasten drücke sofort.
Jetzt kann man immer gebrauchen. Kann ich nur irgendwo eine Fußspur sein, die ich, bevor die Cutscene kommt? Kommt keine. Ach komm. Nein, das Spiel gönnt mir keine Cutscene mehr. Aua. Also das Ding hat aber auch einen Bums, ne? Bye. Merke, du läufst gerne auf deine Gegner zu, ich merke das schon, ne? Du bist mehr so ein Läufer. Ich leider nicht! Kannst du bitte stehen bleiben? Ah, Julian, du willst mich auch verarschen, ne? Sag mal, was mache ich denn hier? Ich bin aber auch schlecht, ey. Also ich will nicht gemein sein, ne? Aber ich bin einfach schlecht gerade. Das hat einfach mit gut spielen nicht mehr viel zu tun. So, auf geht's. Zurück zu dem Viech. Wo ist er? Ja, hi. Ist mir nicht los. Ich bin zwar ein miserabler Kämpfer. Aber ich gebe nicht auf. Ich sollte aufgeben. Okay, das Monster steckt in den Ranken fest. Schlag jetzt mit aller Macht zu. In welchen Ranken hat das denn festgesteckt? Hier waren irgendwo Ranken, ne? Ich glaube, ich mache dem ja auch keinen Schaden. Das ist ja das Allerschlimmste. Wenn ich jetzt, jetzt treffe ich den. Das Ding ist, weil das ist einfach zu groß, es ist zu weit oben. Ich muss auf solche Angriffe hoffen. Boah.
löschen, sonst war's das mit deiner Gesundheit. Das war's auch so mit meiner Gesundheit. Hast du das Vieh mal angeguckt? Gegen was lasst ihr mich hier kämpfen? Ja, ist gut. Kann ich um den Baum rumlaufen? Wow, 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 wow. Was ist das für ein Viech? Es ist einfach, es kann Feuer spucken, es kann... Wow! Es one-hittet mich halt auch einfach fast, ne? Ja, komm, hier, den trink ich auch noch. Ein bisschen mehr. Also es muss ich erst wirklich jagen gehen und ein bisschen looten offensichtlich, wenn der hier zu krass ist einfach, ne? Und es könnte gut sein, dass der hier einfach zu krass ist im Moment für uns, ey. Der macht Apfelmus aus uns. Ja, hi! Die du getroffen hast, ist jetzt verwundbarer. Ja, schön. Das Problem ist, die Stelle ist an seinem Kopf. Aua! Und er kann mich rammen und er kann Feuer spucken und er kann mich beißen und er kann mit dem Schwanz und... Mein Gott! Vorlaufen und dann wieder umfallen? Oder ins Drang? Das war echt praktisch. Er sabbert. Sabbern die nicht normalerweise, wenn es aufs Ende zugeht? Ja, ist gut. Ja. Ja, ist gut. Ich hab's verstanden. Du bist sauer. Ja, dann tu das doch bitte auch. Mein Gott, wir haben das erste Material von ihm bekommen. Das heißt, wir schlagen uns eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Also wir können uns, klar können wir uns besser schlagen, keine Frage. Aber auch deutlich schlechter. Jetzt müssen wir nur gucken, wohin ist. Er ist erstmal vor uns weggelaufen. Der Gute. Gibt das noch was oder? Ne, das bringt nichts mehr. Okay, dann einfach hinterher.
Obwohl, es gibt Forschungspunkte, ne? Und dann vielleicht doch noch so nebenbei, wenn das klappt. Natürlich hat er das gemacht, der Dino. Huch! Ich hätte nicht gedacht, dass du mich direkt empfängst hier wie so ein geisteskranker Otto. Aua! Nicht gut. Ist das denn jetzt nicht da? Geh weg. Erstmal nur mit Tränken auffüllen. Megatränke kann ich später noch gebrauchen. Und noch einen. Und jetzt gehen wir wieder zu ihm zurück. Wir stehen aber mit F noch. Fahren wir noch einen? Ja, gut. Aua! Damit rechne ich immer nicht. Oh, damit rechne ich schon. Ja, du kannst gut schreien. Ich hab's auch gecheckt. Aua. Ja, und scharfe Zähne hast du auch. Boah, Alter. Ich glaube, ich nenne ihn Peter. Peter, ich hab's verstanden. Oh oh. Ich stehe in irgendwas Giftigen. Habe ich noch Fleisch? Ja, so eine simple Ration meine ich, ja. So, dann wollen wir mal. Boah, ist das eine spannende Jagd, ey. Das macht richtig Spaß. Und ich finde es auch vom Schwierigkeitsgrad nicht zu. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Aha, sondern es ist so, es ist cool. Mach doch, dass du wegkommst. Nein, leg dich erstmal faul auf die Socke hier. Ja. Mach. Sag mal. Es hat sich gefangen. Warte auf eine Fluchtchance. Die ergibt sich bestimmt. Ja, jetzt. Lauf. Lauf weiter. Ja, ist gut. Guten Tag, guten Tag. Möchtest du nicht wieder hier hinkommen? Hier haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Ja, du bist nervig, ne? Finde ich auch. Wow! Und du bist sportlich.
Aber ich wäre dir dankbar, wenn du mich einfach nicht mehr... Na, bist du langsam müde, hm? Du hast auch nicht mehr ganz so die Ausdauer vom Anfang, ne? Ich merke das schon. Ja, ich auch nicht. Ich mach dir nichts raus. Oh oh.